Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Lichert, ich sage mal so, wenn ich nicht schon lange Jahre der evangelischen Kirche angehören würde, nach dieser Rede wäre ich eingetreten. Das kann ich Ihnen nur sagen. Nach dieser Rede wäre ich eingetreten. Ja? Um das mal klar sozusagen und deutlich abzugrenzen. Auch wir als Linke haben natürlich bestimmte Forderungen. Und ich will auch darauf hinweisen, dass das Grundgesetz ja die Trennung von Kirche und Staat festlegt. So. Allerdings genießen insbesondere christliche Kirchen auch besondere Vorzüge, und um die geht es ja z.B., nämlich um das Erheben von der Finanzämter der Kirchensteuer, die dann auch mit einem entsprechenden Beitrag, Verwaltungsbeitrag reduziert, an die katholische und an die evangelische Kirche abgeführt wird. Wir als Linke setzen uns für Religionsfreiheit aller in Deutschland lebenden Menschen ein. Da sind wir schon einmal ganz unterschiedlich zu Ihnen. Dazu gehört es, dass keine Religion staatlich bevorzugt und keine benachteiligt wird. Gleichzeitig erkennen wir die Bedeutung und die gesellschaftliche Verankerung der Religion aber an. Denn eine Trennung zwischen Kirche, Staat und Religion heißt für uns auch, dass die Religionen gleichberechtigt ausgeübt werden können und dürfen. Und dazu gehört für uns auch, dass religiöse Vereinigungen soziale und kulturelle Aufgaben ausfüllen und staatliche Förderung für all diese anderen Verbände auch erhalten und erhalten dürfen. Wir begrüßen es deshalb, dass die katholische und die evangelische Kirche von ihren Mitgliedern keine finanziellen Vorteile aus den Säumniszuschlägen, die bei verspäteter Abgabe von Steuererklärungen durch die Finanzämter erlassen werden, erhalten und erlangen möchten, und stimmen deshalb der Gesetzesvorlage zu.